Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter, Stein der Weisen, Episode 6. Und wir schauen mal nach, ich glaube beim letzten Mal sind wir runtergegangen. Wir schauen mal nach, okay, wo wir hier hinkommen oder wo wir hier starten. Verdimilius! Bohnen schon mal. Okay, wir gehen mal hoch. Gucken, was uns als nächstes Abenteuer erwartet. Jemand hat die dunklen Künste im Kerker praktiziert. Pass also auf, wo du hintrittst. Also kommen wir auch nicht so wirklich weiter. Und da wir nicht das Passwort der Frau haben, der alten, älteren Dame, der grauhaarigen jungen Frau. Verdimilius! Gehen wir mal gegenüber in die Tür rein. Easy. Tür öffnen, klar. Oh, kurz. Oh. Achso, ich dachte, eigentlich sieht das so ein bisschen aus wie diese, wie dieses verrückte Treppenhaus, ne? Wer ist für einer hier? Jemand hat dunkle Magie angewandt. Harry, ich muss schon sagen, das ist alles ein wenig seltsam. Der Eingang zu den Kerkern wurde mit Hilfe von Flüchen versperrt. Dunkle Magie. Da bin ich mir sicher. Es gibt vier Flüche. Du musst alle vier vertreiben, damit sich die Tür öffnen lässt. Die Flüche sind irgendwo in der Nähe der Kerker versteckt. Wenn du einen gefunden hast, kannst du ihn mit einem weichen Zurückfluch unschädlich machen. Leben, oder? Na, wer hat hier das Wappen geklaut? Wir haben einen Zaubertrank gemischt. Zaubertrank aufsammeln. Hallo. Was macht der? Zaubertrank trinken. Ja, läuft. Ich bin geheilt. Dann machen wir uns mal ein paar Brünchen ein. Weißt du, das ist nie gut, wenn man geheilt wird. Es ist der verrückte kleine Potter. Ich bin Peeves Potter. Und du solltest dich besser vor mir hinten. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Peeves sehen, oder? Potter, du bist hässlich. Aber egal. Was kann ich für dich tun?
Die Leute sagen, du wärst besser in einem Zoo aufgehoben. Wenn du in einen Spiegel schaust, zerbricht er sich ja in tausend Stücke. Ja. Aha. Am besten wäre es, du würdest dir einen Sack über den Kopf stülpen. Sagt er. Also, nehmen wir das Wichtigste ein. Ja, Peeves ist leider nie in die Filme gekommen, ne? Obwohl das eigentlich so ein, ja, wer die Bücher gelesen hat, ein nerviger Charakter war. Aber ich habe das nie verstanden, warum das nicht in die Filme übernommen worden ist. Ah, komm schon. Lependo! 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 Ah! Hast du gedacht, oder was? Ah, erstmal 50 Punkte verwirrt, oder? Auch das Mittelpunktesystem ist, glaube ich, hier ein bisschen schöner gemacht als in Hogwarts Legacy. Da oben durch die Tür. Gehen wir hier lang? Wir gehen mal hier lang. Erst immer mal runtergehen. Okay, pass auf, Leute, wir gehen erst da oben durch die Tür. Gucken, wo die hingeht. Nochmal 5 Punkte für Gryffindor. Ich finde das echt sympathisch, dass hier einer immer hinter uns ist und die Punkte mitzählt. So, dann gehen wir hier runter und snacken uns einmal den Ritter da hinten weg. Wenn wir jetzt nicht anvisieren. Nein! Nimm uns die rülpsende Kröte mit. Lependo! Ins Auge gepiekt.
Okay. Jetzt ist die Frage, wo geht's hier weiter, ne? Da oben auch. Ob ich denn da überhaupt noch mal war? Ich komme da gar nicht mehr zurück, ne? Was passiert denn, wenn ich da unten reinfall, wo das Auge vorher war? Können wir das wirklich ausprobieren? Ich werde es jetzt schon bereuen, wenn ich es tue, aber ich probiere es einfach mal. Zaubertrank bauen. Eine Tür hinter oder ist es einfach nur. Flipendo! Flipendo! Okay. Eine Tür hinter. Schade. Die Frage: Kann ich denn da hochspringen? Dann gehen wir mal wieder zurück. Da oben kommen wir her. Aber schon ziemlich stranger Architekt, der hier zugange war, oder? Da oben waren wir ja. Ja, genau, wir konnten ja noch die jetzt Enemy wieder. Wir konnten ja auch noch den normalen Weg gehen, ne? Gehen wir hier lang, dann werden wir bestimmt die anderen beiden sehen. Dann gehen wir zurück. Und dann war das auch easy. Sie ein bisschen in den Keller verlaufen, oder? Hier wird's gelb, ja. Ich
wollen wir jetzt gleich. Wie ist auch immer, dass die Fledermäuse da rauskommen? Ich glaube, wir müssen hier zurück, dann müssen wir jetzt zum Zaubertrank wieder kommen. Ja. Speichern schon mal. So, und da müsste ja genau hier der Onkel stehen. Gut gemacht, Harry. Du hast alle vier Flüche unschädlich gemacht. Egal, wer sie verwendet hat. Zweck der Sache war es auf jeden Fall, Schüler davon abzuhalten, das Schloss zu erforschen. Das war wichtig, das Erforschen auch unterstützt. Ja. Oh nein, sieh doch mal auf die Uhr. Du bist jetzt schon ziemlich lange hier unten. Der Verwandlungsunterricht fängt gleich an. Verspäte dich bloß nicht. Professor McGonagall ist Hauslehrerin von Gryffindor. Du solltest sie nicht verärgern. Der Unterrichtsraum befindet sich im Oberschloss. Du kannst vom Gryffindor-Turm aus dorthin gelangen. Hier geht's jetzt wieder hoch, oder was? Gryffindor-Turm. Ah, ich dachte, man könnte den Inhalt sehen, der, weil das ist ja auch eigentlich im großen Speisesaal, ne? Also wie viel man quasi hat für sein Haus. So. Das hier, Gryffindor. Wingardium Leviosa.
viel besser. Kaput Draconis. Einfach dieses Sofa ist. Lesen? Ja, okay. Hallo Harry, hast du es immer noch nicht geschafft, die gelben Bohnen mit Ohrenwachsgeschmack zu finden? Gib uns die Bohnen und wir verraten dir das Pass. George und ich haben etwas hinter dem Porträt liegen lassen, das sehr nützlich für dich sein könnte. Danke. Da wir in 7 Jahren verheiratet werden, wäre das ganz schön, nicht verheiratet, sondern verwandt sein werden. Wäre das ganz schön, wenn ihr mir das einfach so geben würdet. Wäre ganz cool, wenn man jetzt auch einmal gesehen hätte, Oberschloss. Ah, er findet im Oberschloss statt, so hat er ja gesagt. Das ist schon echt schick. Also für das, was es ist, Leute, kommt schon. Du bist wohl gekommen, um die seltenen Freuden des Oberschlosses zu kosten, habe ich recht? Nimm dich bloß vor Filch und seiner Katze Mrs. Norris in Acht. Nun gut, wir verraten dir das Passwort, wenn du uns, nun sagen wir mal, rote Bohnen an Geschmacksrichtung bringst. Chili-Pfeffer-Geschmack, so heiß wie Feuer. Und wie komme ich jetzt hier hoch? Gar nicht. Was? Dann? Oh. Immer schwierig, wenn die das in so einem, also wie sie jumpen, also die Jump sehen in so einem. Pseudo-3D machen, ne? Wo du halt nicht weißt, wo du hinspringst. Ähnlich wie das erste Crash Bandicoot. Das war ja so. Du wusstest ja auch nie, wo du genau hinspringst. Ja, nice. Komm her, Harry. Der Verwandlungsunterricht fängt gleich an. Hey Mäuschen, bin da. Verwandlungen ist die komplexeste und gefährlichste Magie, die du hier in Hogwarts lernen wirst. Jeder, der während meines Unterrichts Blödsinn macht, kann gehen und braucht auch nicht mehr wiederzukommen. Jawohl. Ihr seid also gewarnt. Beobachte, wie mein Zauberstab sich bewegt. Und drücke auf die Symboltaste, die er anzeigt. Wiederhole die Abfolge 3-mal, um den Verwandlungszauber Aviforce zu lernen. Mach dich bereit. Das war gut. Ausgezeichnet. Perfekt. Gut, versuche es nun einmal und gib nicht auf. Das war gut. Ausgezeichnet. Perfekt. Perfekt. Leute, habt ihr gehört? Sehr gut. Weiter geht's. Versuche es weiter. Ja, ein bisschen.
Das war gut. Danke. Ausgezeichnet. Perfekt. Nimm mich ein bisschen an dieses, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das früher hieß. Ich hatte als Kind so ein Spiel, gut gemacht, was die Farben vorgegeben hat. Die musste jetzt werden wir den Zauber in der Praxis ausprobieren. Harry Potter, folge mir, bitte. Harry Potter folgt. Willkommen, Harry. Verwende zunächst deinen Zauberstab, um einen Verwandlungszauber an der schweren Statue auszuprobieren. Drücke nun im richtigen Moment auf den Knopf, um der Statue eine neue Form zu verleihen. Okay. Mal sehen, ob du es schaffst, die schwere Statue in etwas zu verwandeln, das dir dabei helfen kann, den Eingang im oberen Teil des Raumes zu erreichen. Wie Force. Wow. Oh, eine Taube. Gut gemacht, Harry. Ein fliegendes Brathähnchen. 5 Punkte für Gryffindor. Jawohl. Versuche jetzt mit Hilfe des fliegenden Tisches die Klasse zu verlassen. Das hat meine Lehrerin nie zu mir gesagt. Ja. Leute. Die Sanduhr der Hauspunkte läuft langsam ab. Dann bin ich mal gespannt, was Ravenclaw. Da rauskommt. Hufflepuff. Oh, da ist echt viel drin bei Slytherin, ne? Slytherin. Gryffindor. Sammelt da nicht irgendein anderer noch Punkte? Frag für einen Freund. Slytherin hat die meisten Hauspunkte. Der Kampf um den Hauspokal spitzt sich zu. Force. So. Wäre cool, wenn der Wesen noch mit seinem Zauberstab so ein bisschen rumwedeln würde, ne? Ja, dann werden wir mal speichern. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und dann bis später mal. Ciao.